Upp. Flying is not enabled on the server. Das kenne ich. Seit wann das denn? Das ist ein Bug. Das ist ja auch schon mal passiert. Das ist auch mit dem Chatpack gewesen. Das ist ein Bug. Oder irgendein Glitch oder keine Ahnung, aber passiert. Hat er dich fürs Fliegen gekickt oder wie? Yep. Oh, Schweinerei. Gerade wo ich einen Screenshot machen wollte. So, jetzt gehen wir mal gucken, was da unten abgeht. Wo? Alter, unten? Ich komme nicht mal richtig zur Tür, einer bei den. Ach, Stuhlen. Ja, da. Hallo. Böses Leggy-Leg. Aber nicht so schlimm wie damals, aber trotzdem nicht so tolles Leggy-Leg. Weg, weg. Nee, hier nichts, hier nichts, hier ist nichts. Bist du auch weiter runter? Da geht's ja noch weiter runter. Nee, ich einmal hoch muss ich jetzt. Oder hoch. Sag ich jetzt hin. Also komisch ums Eck halt. Da ist Leggy-Leg. Oh, war der jetzt trotzdem nicht besser. Oh! Oh ja! Oh! Oh, lololololol. Oh ja, Ah ja. Warum steht da. Item und Orgasmus. Wie schafft er es, dass die da alle rausfallen? Das Serverproblem. Yep. Nein, da steht ein Schild mit Trollololol Cruise-Frame und es ist genau an dem Platz, wo alles rausfällt. Finde ich aber nicht nett. Aber wie schafft er das? Es muss ja einen Grund geben, dass sie genau an der Stelle da rausfallen. Und wenn die Pipe nicht beschädigt ist, dann ist es das Serverproblem, das kenne ich. Aber wie kann Frame es bestimmen, dass es genau an der Stelle ist? Vielleicht hat er einfach nur geraten. Nein, das ist nicht Frames Art. Wenn er trollt, dann trollt er auch richtig. Wenn er trollt, dann will er dabei sein. Aber auf dem anderen Server, wo ich gespielt habe, wurde ich in eine auch auf lustige Art und Weise getrollt. Der hat mir unter das Haus eine im Kreis fahrende Lore gehabt. Natürlich dauerbepowert und hat Notenblöcke dazugestellt. Ich musste das Ding erstmal irgendwie bremsen, dass dann mal Ruhe war. So, ich hab doch hier Waypoints, ne? Findest du nicht zurück? Meiner ist irgendwie schon, keine Ahnung, wie lange weg. Ich habe jetzt zwar einen mit einer Pumpe, aber. Oh, da könnte sogar hinkommen. 2,3 Kilometer. Ja, die Pumpe ist ja irgendwo unterm Haus nochmal gewesen. Noch aus den Anfängen. Hätte vielleicht im Vorhinein gucken sollen, ob ich einen Screenshot habe. Einen Screenshot. Oh Gott. Ein Waypoint. Waypoint habe ich. Ja, genau. Geh immer noch bei den Pipes und versuch das zu verstehen. Wie gesagt, wenn keine Pipe fehlt, dann. Aber irgendwie muss er ja bestimmt haben, dass es trollololol ist. Ey, irgendwie, guck mir das doch mal an. Irgendwie trollt er uns. Frag mich nur. Na, da läuft alles so durch, wie es sollte. Weil. Würde es einfach mal behaupten, Zufall kann es ja nicht sein, dass genau an der Stelle die ganzen Items liegen, wo das Schild steht. Wieso ist das hier eigentlich so, wie es ist? Ups, das da andere wollte ich nicht. Jetzt brauche ich natürlich ein Dingsy, ne? Dingsy? Was brauchst du? Nicht so gut bedacht. So. Hast du da jetzt gerade eine Pipe weggemacht? Jein. Hamsti, ich hab doch gesagt, ich guck's mir an.
Ich habe doch da am meisten Ahnung von, weil ich das Ding gebaut habe. Ja, nee, aber ich sehe ja wo. Sollst du nicht mehr kaputt machen, als da kaputt ist? Ich hab doch auch Ahnung davon. Ich hab ja nichts an den großen Dings kaputt gemacht. Sondern? An den kleinen. Wo ist denn so ein komischer, so ein Wrench. Schlüssel. Den habe ich dabei. Das ist sehr vorteilhaft. Ja, das ist sehr vorteilhaft. Das ist aber eine von den unteren Leitungen. Also ist, wenn Erde zu viel ist, dann ja, Erde ist immer zu viel. Deswegen. Ja. Oh, Hamsti. Ich finde das nicht lustig. Weißt du, ich sag noch, ich komme vorbei und guck mir das an. Es kann wirklich nichts passieren. Nö. Ich soll jetzt dann wissen, was ich vor 100 Folgen gemacht habe, oder wie? Es ist nicht mal Erde. Was ist denn das hier? Kies. Kies kann nichts kommen, weil Kies habe ich alles im Inventar. Okay, ich bin richtig gemischt. Es kommt doch von der Erde. Nee, die Erde ist nicht voll. Erde ist nicht voll. Kann nichts passieren. Alles voll cool. Alles nichts passiert. Die Erdekiste ist nicht voll, weil ich vorhin was rausgeholt habe. Ja, ich auch. Ich halte mich nie an Anweisungen von dem Boot. Ja, und das werde ich das nächste Mal auch machen. Was nicht an Anweisungen halten. Richtig, und einfach irgendwas machen. Ja. Bin ich voll dafür. Ja, aber irgendwie muss er das doch auf die Reihe kriegen. Ich hätte mir das gerne angeguckt, ja. Es ist ja nicht mal an der Stelle, wo es ist. Es hat mich nur was anderes irritiert. Achso, und dann baut man das gleich mal ab, ne? Ja. Oh, okay. Ja. Weil ich bin mega OP und so. Ich hab wirklich nichts kaputt gemacht. Was ist eigentlich das für ein Block da? Aua. Ich hab so das Gefühl, im Platz gleich eine Ader. Aber seitdem ich hier bin, fällt da nichts mehr runter, ne? Haltung, check das. Aua. Und das macht mich jetzt so neugierig, dass ich eigentlich sonst nichts mehr arbeiten möchte. Aua. Oh, hat gar kein Aua gemacht. Cool. Ich hänge einfach da ein Schild an den Block, wo was gemacht. Doof. Und die Pipe, die du abgebaut hast, lässt du mir die auch da? Ne, die habe ich ja wieder hingebaut. Man muss ja nur den Weg wieder umändern. Weißt du, wo es durchfließt? Ist das so eine. Ist das eine Silberpipe gewesen? Sind die Silberpipes, die man die Wege ändern muss? Dann Eisen ist es nicht. Du meinst die, wo doch, nur in eine Richtung geht, oder wie? Ja, wo man halt mit der Wrench die Richtung markieren kann, in die es gehen soll, weißt du? Das ist ja eh, wenn du da nachher guckst. Was wollte ich jetzt eigentlich machen? Ach, eigentlich wollte ich Sachen hinten ablegen. Ja. Meine Twill mal wieder aufladen und chillen. Ich wollte eigentlich irgendwas anderes noch, aber ich hab's vergessen. Oder es war das Entleeren. Oder beim Boot mitbauen. Ja, das mache ich auch noch. Dazu werde ich dann jetzt noch mein Jetpack aufladen und dann wenn wir gleich erstmal schlafen gehen, so wie sich das der Porsche angehört hat. Ja, mir juckt die Nase. Kratz dich. Du musst mich mal wieder waschen. Das als Gamer? Da einmal von oben bis unten ablecken, das geht schon. Hast du so eine lange Zunge? Ja, aber natürlich.
Der braucht die lange Zunge. Hätte ich nicht gerade Kopf, hier würde ich ja sagen Kopfkino, aber irgendwie. Hallo Ozelotis. Naja, der T-Rex zum Beispiel hat relativ kurze Arme, aber dafür hat er wenigstens eine lange Zunge. Blaze ist ein T-Rex? Nee. Bin nur gerade wieder eingefallen. Ich liege im Bett. Ich lieg gleich im Bett. Ich liege auch. Ja, genau. Da kann ich ja noch was trinken. Im Dschungel. Bei den Ozeloten. Offensichtlich auf dem höchsten Baum. Nö. Boah. Wie soll ich denn da hochkommen ohne Jetpack? Ja, ne, bin ich da am Arsch. Am Popo. Ich musste damals auch zurücklaufen, fällt mir so ein. Ich habe hier gar keine Waypoints mehr gesetzt. Aber. The fuck? Der Rechner von meinem Mann ist angegangen. Wie angegangen? Oder hat er sich jetzt das echt hier irgendwann gerade eben reingeschlichen? Ich hab's nicht gemerkt. Das sind Geister. Jetzt ernsthaft. Ja, er hat sich von alleine. Willkommen in der Aufnahme. Er ist tatsächlich reingekommen. Ich sehe nur das Aufblicken da. Sag mal hallo. 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 Ich bin schon 5 Minuten da gestanden. Autschen. Ich hab das nicht mitgekriegt. Oh Mann, heute ist nicht mein Tag. Entschuldigung. Ja. Mach mir mein Chatpack, Fabo. Bist du zu Hause? Du MFE, du. What? Das Chatpack ist gleich voll. Ich werde uns demnächst, wenn mein Ticketacketoma fertig ist, ja, werde ich uns vielleicht so ein bisschen Red Matter Zeug herstellen. Ah, du bist ja wieder voll. Der hat schon wieder getrunken. Er hat getrunken? Also ja, voll. Jetzt erlebt es mal, wenn ich in etwas vertieft bin, merke ich nichts. Also ich habe nicht mal in Mannheim kommen bemerkt. Ja, so gehört sich das. Naja, wollte ich auch nicht in die Aufnahme quatschen. Mal davon abgesehen, aber ich habe ihn wirklich nicht bemerkt. Und dann aus dem Augenwinkel sehe ich irgendwas leuchten, denke ich so Rechner an und denke mir, Moment. Hey Blazy, hast du aus dem Dschungel auch Holz mitgebracht? Ich hab die Dschungelholz gefarmt. Ja, das nehme ich natürlich auch gerne. Sogar lieber. Ein Stack jedenfalls. Nee, besser als ich habe nämlich nur einen Block nur noch. Jetzt habe ich keinen mehr. Dann bin ich jetzt bei dir. Ich finde das faszinierend mit den Iron Pipes, ne? Die sehen ja eigentlich alle so aus, als dass sie keine Items in irgendeine Richtung lassen. Ja. Deswegen hat es mich ja verwundert. Das ist ein Serverproblem. Wo ist das Holz? Ich bin in meinem Lager. Das ist einsortiert. Ich glaube schon. Entschuldigung, alter Mann ist müde. Haben wir noch hier Lapis Lazuli? Das wäre jetzt eine interessante Frage. Ja.
aber ich kann nichts mehr aus der Kiste rausnehmen, weil voll und so. Hier ist Fichtenholz drin, wo ist denn Auerchen? Du hast die durch den Pfeil im Po stecken. Bitte, ist gut. Kein Po. Ich hab kein Pfeil im Po. Okay, am Start so, habt ihr es gehört? Hamsti hat kein Po. Mit den Arsch. Ja, Hamsti der Arsch. Hamsti der Arsch. Der ist ziemlich fällig. Was fertig? Nee, fällig. Ihr Arsch kommt auf meine Liste. Ja, mein Arsch ist auch ab und zu fertig. Nein, fällig. Hast du Haare am Arsch? Ja, so ein Hamster hat halt... Haare auf dem Arsch, sind mehr. Ich kann nicht mehr. Oh, ihr Pipi in Augen. Also ich weiß nicht, das ist eine ziemlich komische Stelle, um sich gewisser Substanzen zu entledigen. Ja, wir machen uns zuerst mal rote Wolle. Du willst ja nur ablenken. Los, ja. Dein Holz hin! Ich hab extra für ja.